Noch kurz als ganz kleine Info vor dem Video. Ich habe jetzt da während der Zeit, wo ich in dem Video gespielt habe, nur den Anfang mehr oder weniger gespielt vom Game, aber grundsätzlich ändert sich am Spielsystem nicht sehr viel. Es wird also nicht immens komplizierter oder so. Also dass er nachher dann auch Schulen und so noch bauen oder Polizeiposten, aber es funktioniert alles nach dem gleichen Prinzip, wenn ihr im Video jetzt dann auch gesehen werdet. Das Spiel ist sehr einsteigerfreundlich, kann also wirklich empfehlen, auch für die, die noch nie gespielt haben. Für die, die früher schon mal ein SimCity gespielt haben, finde ich es auch zum Empfehlen, weil es ist wirklich so in der Art von den früheren Spielen. Und in dem Fall jetzt sehr viel Spass beim Schauen. Hallo zusammen, hier ist der Colosso von der Crown Crew. Heute machen wir ein Video über SimCity. Also die neueste Version, um euch das mal ein bisschen zeigen. Vielleicht auch für die, die noch unentschlossen sind, weil sie das Gefühl haben, es sei eventuell schwierig oder so. Ziehen sich das mal rein. Also am Anfang könnt ihr hier eine Welt aussuchen. Die unterscheidet sich hauptsächlich darin, dass es vielleicht unterschiedliche Wind gibt oder Wasser. Aber wirklich hauptsächlich dadurch, dass man eine verschiedene Anzahl von Städten kann platzieren. Also wenn ihr hier schaut, da gibt es zum Beispiel 16 mögliche Städte für grosse Multiplayer-Spiele. Hier zum Beispiel nur 2. Aber wir nehmen jetzt mal die erste. Dann können wir sagen, wir wollen das Privatspiel. YouTube heisst. Dann kann man sich als erstes eine Stadt aussuchen. Ich nehme jetzt mal die hier oben. Genau, und jetzt auf den anderen zwei Plätzen, die es noch hat, könnten andere Kollegen, die ihr habt, im Origin auch noch dazu kommen. Und ihr könnt dann sozusagen gemeinsam die Region aufbauen. In der Mitte, der runde Kreis, ist ein Grossprojekt. Das können diverse Sachen sein, wie zum Beispiel Flughafen oder glaube auch eine Raumstation oder so, wo dann wirklich zusammen können, erbaut werden. Der Vorteil daran ist, wenn ihr ein paar Kollegen sind und da zusammen spielt, falls irgendeine Stadt oder einer von euch von etwas zu wenig hat, sei das Wasser oder ein Müllabfuhr oder weiss doch auch nicht, dann kann er beim anderen das gut kaufen oder sich schenken oder wie auch immer. So. Am Anfang haben wir jetzt einfach so ein grosses Viereck. Das sind so die Rand von eurer Stadt. Und als erstes müsst ihr hier eine Straße bauen, die von der Autobahn zu eurer Stadt hineingeht. Das geht mit dem Strassenmenü. Dann, wenn der Johnny da einer sagt, wir sollen eine Straße machen, oder? Und Gebiet ausweisen. Gebiet ausweisen dann mit der zweiten Schaltfläche. Und da jede Stadt zuerst mal Leute braucht, braucht ihr ein Wohngebiet. Das geht ganz einfach. Dann entweder da so entlang ziehen. Oder Ctrl-Drück bald und dann wird die ganze Straße als Wohngebiet markiert. Rechts oben hat es immer so nützliche Berater, die sagen, jetzt muss ich zum Beispiel als allererstes Wohngebiet ausweisen, damit überhaupt Leute in die Stadt kommen. Also ihr werdet nicht irgendwo im Regen stehen von der Angeber. Dann als nächstes, damit die Leute auch Strom haben, die jetzt hier werden anreisen, braucht es ein Kraftwerk. Für das bauen wir jetzt mal als erstes ein Windkraftwerk, weil das ist am günstigsten und macht praktisch keine Luftverschmutzung. Dann da sehen wir die Stärke vom Wind. Hier haben wir jetzt zum Beispiel 8 km/h. Und das langt eigentlich mal voraus. Vorläufig. Zack. Jetzt braucht das Kraftwerk natürlich zuerst mal Arbeiter, bevor es arbeiten kann. Und die Arbeiter, die sind jetzt gerade unten ihre Häuschen am Bauen. Wenn das Ganze zu langsam geht, dann kann natürlich auch da unten wie immer die Zeit noch hervor schalten. Es gibt 3 verschiedene Tempostufen. Und so kann man das ganze Spiel ein beschleunigen, wenn man ungeduldig ist. So, schalten wir aber zuerst mal wieder zurück auf die langsame Stufe. Weil eventuell haben wir oben jetzt schon Stromleistung. In dem Fall noch nicht. Aber einen Wasserturm sollten wir jetzt auch noch bauen. Und hier seht ihr auch wieder auf der Karte, dort was blau ist, dort hat es mehr Wasser, dort was weiß ist weniger. Und da hinten sieht es recht gut aus, 1600
69 Liter oder Kiloliter oder was auch immer. So. Jetzt seht ihr, da kommen jetzt blaue Kügel raus. Die blauen Kügel versorgen jetzt die Häuser mit Wasser, damit die sich waschen können und Autos putzen und whatever. So, der Strom ist momentan rot. Und jetzt links unten seht ihr da den Berater, er gibt euch immer Tipps, wenn irgendetwas nicht stimmt. Da steht das Kraftwerk, stockt Personal auf, sobald genug Leute rum sind. Hier wiederum seht ihr auch, dass es blinkt. Dann seht ihr, welche Häuser haben zu wenig Strom. Das wäre eben die hier. Und am Anfang geht es Moment, bis jetzt halt das Kraftwerk Leute bekommt. Aber wenn ihr seht, die Autos fahren jetzt schon da rauf, um zu arbeiten. Et voilà. Und jetzt tut ebenfalls das Kraftwerk, wie vorhin auch schon, den Wasserturm. Das sollte jetzt auf eine gelbe Kugel rauslassen, also Strom, der ebenfalls wieder zu den Häusern geht. Dann muss man schnell ein bisschen beschleunigen. Voilà. So, also die Kugel werden jetzt auch hier runter geschickt. Und da unten werden die Häuser mit Strom versorgt. Dann blinkt es da unten wieder gelb, das heisst, wir können etwas Neues bauen. Er sagt, es gibt mehr Arbeiter. Jetzt sollten wir Industrie- und Gewerbezonen bauen. Die Industriezonen baut man am besten ein bisschen weg von den Wohnhäusern. Voilà. Wohingegen die Werbezonen eher in der Nähe sollte sein, damit die Leute auch dort posten können. Übrigens, die Vierecke, die ihr hier seht, die sind auch sehr gut gemacht, weil ihr seht, wie viel Platz ihr einplanen für eine Bauzone. So, haben wir da schnell die Gewerbezone an. Das haben wir jetzt gemacht. Der blaue Balken, der jetzt hier unten übrigens raufkommt, das ist die Nachfrage nach der Zone. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr bauen sollt, könnt ihr immer da innen schauen. Jetzt seht ihr, die Gewerbezone für Leute mit niedrigem Einkommen ist sehr gefragt, also bauen wir Gewerbezone. So, irgendwann, wenn ihr genug Leute habt, oder besser gesagt, wenn ihr Strom und Wasser gemacht habt, könnt ihr ein Gemeindehaus bauen. Das ist sozusagen das Rathaus eigentlich. Zack, anklipfen, et voilà. Das steigert zum einen die Attraktivität für die reicheren Leute in der Umgebung und ist zum anderen auch ein wichtiger Punkt für die Stadt, weil dort kommen immer wieder kleine Missionen oder eben hier kann man auch den Stadtnamen ändern. YouTube Town zum Beispiel. So. Dann habt ihr gesehen, unten in der Folie, dass da wieder blinkt. Das ist die Abwasserstation. Und zwar die braunen Pünktchen, die ihr da seht, das sind Scheisse. Und dann könnt ihr das da knallen, dann wird die Scheisse abgepumpt. Ja, und so geht das eigentlich weiter. Ich zeige euch jetzt gerade, wie es bei meiner anderen Stadt vorhin ausgesehen hat. Ist also wirklich alles sehr simpel. So, und so könnte das dann ein bisschen später aussehen. Wenn ihr seht, da unten ist das Wohngebiet jetzt einfach ein bisschen gewachsen. Die kleinen Häuschen, damit die können wachsen, muss es an Attraktivität geben in der Nähe. Sprich, am besten macht ihr das mit einem Park, wie zum Beispiel dem da oder dem da hier. Die steigern die Attraktivität in der Gegend und sorgen dafür, dass es da solche grössere Häuser gibt, wo der Mittelstand einziehen kann. Dazu kann man einfach, wie gesagt, eigentlich einen Park bauen. Da gibt es auch eine schöne Übersichtskarte wieder, die anzeigt, wo das es attraktiv ist für die reicheren Leute zum Anziehen. Und wenn man einen Park baut, wird, wie gesagt, die Attraktivität gesteigert. Dann ist man jetzt vor kurzem da unten das da hier aufgeleuchtet und er sagt, es gibt viele kranke oder verletzte Leute in der Stadt und für das habe ich jetzt das Krankenhaus gebaut. Allerdings habe ich jetzt das nicht sehr schön platziert, offensichtlich. Hätte das ein bisschen mehr müssen in der Mitte sein, jawohl, hier sieht man es. Und darum stelle ich das jetzt mal irgendwo da hin.
was gerade am besten wahrscheinlich ist. Also ich würde jetzt vermuten, hier im Ecken ist kein schlechter Platz. Und wie gesagt, ihr seht ja immer schön, welche Bereiche das abdeckt werden. Ja, das ist eigentlich so weit, wie ich das bis jetzt gespielt habe. Da oben ist das Industriegebiet. Das sollte man nicht zu nahe als Wohngebiet bauen, weil sonst wird die Gegend wieder sehr unattraktiv für die reicheren Leute. Und das Problem, das ich auch noch hatte, ich habe vorhin die Wasserpumpe, die jetzt hier unten steht, habe ich hier oben gehabt, gerade direkt neben dem Abwasserrohr. Das hat dazu geführt, dass das Wasser ein verschmutzt worden ist. Und darum sind jetzt auch die Leute krank geworden unten. Aber ich habe jetzt den Wasserturm hier runtergestellt. Ja. Also bis jetzt würde ich sagen, es ist wirklich ein gutes Spiel, es gefällt mir, sehr einsteigerfreundlich auch. Und ich würde es euch eigentlich empfehlen, wenn ihr euch das holen wollt. Merci vielmals fürs Schauen. Ciao zusammen.